Hallo und herzlich willkommen bei 500 to Moon. Schön, dass du dein Raumschiff auch heute wieder auf deinem Channel für Reselling, Lego, Vermögensaufbau und Bricklink gelandet hast. Ihr seht heute ein ganz anderer Hintergrund als sonst. Ich bin nicht mehr in meinem Moon Office, sondern ich bin zu Hause. Heute mal ein ganz privates Video. Und das hat einen speziellen Grund. Morgen ist in der Schweiz Nationalfeiertag, der 1. August, der Geburtstag der Schweiz. Und wir haben heute schon bei uns zu Hause Besuch. Und von daher bin ich nicht so lange in meinem Moon Office geblieben heute. Möchte aber trotzdem die Wochenrückschau machen. Das ist die Wochenrückschau Nummer 23 vom 24. Juli bis zum 31. Juli. Unterdessen habe ich dem Gewinner TMS Brickshop das Paket auch geschickt. Hat ein wenig länger gedauert, tut mir leid an der Stelle, hatte viel los, aber es sollte unterwegs sein. Fangen wir an mit dem freien Kapital. Ich hatte 107 Franken freies Kapital und die Einnahmen Bruttopreise wie immer. Brick All hatte ich eine Bestellung, oder ich besser gesagt, es sind zwei Bestellungen, 74 Franken 40. Also eine davon war über 50 Franken, eine Riesenbestellung. Auch das Packen hat etwa 2 Stunden gedauert. Super, vielen Dank dafür, das hat mich sehr gefreut. Ich würde sagen, eine der größten Bestellungen, die ich überhaupt bekommen habe, auf Bricklink und oder Brick All. Wirklich ganz cool, diese 74 Franken Einzelteile. Das motiviert natürlich zum bei Bricklink weitermachen. Dann habe ich Lego-Figuren verkauft von Disney 100 über Facebook. Habe ich ein Angebot gemacht in einer Lego-Facebook-Gruppe. Dort habe ich 18 Franken eingenommen. Dann habe ich die Lorien-Pins wieder auf Ricardo gestellt. Ich habe bemerkt, ich hatte viele Artikel gar nicht mehr auf dem Ricardo. Und das hat gut getan, mal alles ein wenig zu kontrollieren. Und bin immer noch dran, das kommt dann, was mache ich alles diese Woche, erkläre ich das. Jedenfalls habe ich wieder die Lorien Pins auf Ricardo und da habe ich 5.90 Franken eingenommen. Dann über Bricklink noch einmal 7.50 Franken. Dann habe ich einen Ernesto de la Cruz verkauft von Disney 100. Dort habe ich noch einmal 5 Franken eingenommen und von Bricklink, diese Bestellung habe ich heute gepackt, aber noch nicht abgeschickt. Ich habe es jetzt aber trotzdem in die Wochenrückschau reingenommen, weil das Geld ist gestern gekommen, noch einmal 20 Franken. Also ihr seht, doch ein paar Einnahmen diese Woche. Das gefällt mir natürlich immer gut, Einnahmen. Ihr seht schon, meine Mundwinkel gehen nach oben. Und es waren wenig Ausgaben. Ich habe wirklich diszipliniert gehandelt diese Woche. Ich habe eingekauft Lego-Figuren für 70 Franken. Das waren insgesamt 27 Figuren. Einige Disney 100, Batman, Riddler, Ninjago-Figuren, so um den Dreh rum. Also für ein bisschen Nachschub ist da gesorgt. Ich habe da ein ganzes Konvolut abgekauft von jemandem. Er war auch am Nerdy Flohmarkt, hat mich dort besucht. Und im Nachhinein habe ich ihm dann geschrieben, im Nachgang, ob er die restlichen Figuren, die er hat, noch verkaufen möchte. Und das ist jetzt über die Bühne gegangen. Dann habe ich bei Bricklink Ersatzteile bestellt für 5 Franken. Krass ist, ich habe die gestern Abend bestellt und heute waren die schon da. Es war von einem Bricklink-Händler, der extrem nahe bei meiner Firma wohnt oder seine Firma hat. Und die hat er mir heute Morgen gleich live vorbeigebracht, also wirklich Lieferung in nicht einmal 12 Stunden. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich 8 Stunden waren. Ja, doch 8 Stunden, denke ich. Die schnellste Bricklink-Bestellung, die ich je bekommen hatte. Mit dieser Bestellung konnte ich 2 weitere Minifiguren komplettieren, ein Pirat und eine Ninjago-Figur. Ich habe jetzt sowieso extrem viele Minifiguren zusammen, aber das kommt auch später, was ich diese Woche machen. Dann freies Kapital und Gesamtkapital, also im Moment das freie Kapital 162,85, ist nicht so schlecht. Bin gar nicht sicher, ob ich da noch einmal 50 Franken auf das Rückstellungskonto nehmen soll, weil das Rückstellungskonto ist momentan bei 450, das wäre dann bei 500. Doch schon eine ganz schöne Zahl.
Dann der Swisscoin ist nicht weiter gestiegen, ist bei 117,95, was ein Gesamttotal von 730 Franken und 80 Rappen macht. Ist ganz okay, alles über 500 Franken ist sicher cool. Wobei, wenn ich jetzt noch einmal Geld auf das Rückstellungskonto einzahle und ich bei 500 bin, wird das dann sowieso jedes Mal über 500 sein, was eigentlich ganz cool ist. Das gefällt mir wirklich gut. Dann habe ich den Lagerwert. Er ist nicht ganz komplett, aber sicher aktueller als auch schon vor der Messe. Wir haben nach der Messe habe ich ziemlich viel jetzt vom Lager inventarisiert. Also ich habe ziemlich fast das ganze Inventar durch. Besser gesagt, alles, was ich am Lager hatte, ist inventarisiert. Und was ich neu dazu gekauft habe, was mitgekommen ist an der Nerdy Flohmarkt, ist noch nicht im Inventar drin. Das sind vor allem Polybags, also irgendwie um die 30 Polybags. Das sind so circa 100 Franken, was da noch dazu kommt. Und zwei, drei andere kleinere Sets, die noch nicht beim Lagerwert dabei sind. Aber im Großen und Ganzen ist sonst der Lagerwert ziemlich vollständig. Und das sind 2728 Franken im Moment, was einen Gesamtwert der Firma ohne Inventar, sprich Computer und so weiter, gibt von ca. 3500. Gestartet mit 500 Franken, eigentlich immer noch nicht wirklich viel. Ja, könnte doch theoretisch noch mehr sein. Ich habe aber sehr viele Sets auch, die nicht inventarisiert sind, die ich dem ganz, ganz, ganz großen Konvolut vor fast zwei Jahren gekauft habe, die immer noch in den Boxen liegen. Die sind nicht inventarisiert. Also da ist sicher nochmal Kapital, was auch noch beim Verkauf eingesetzt wird. Jenny ist jetzt momentan gerade dran, diese Sets zusammenzubauen. Über den 1. August, ja, drei Sets mitgenommen, einen Class Xerion, einen Volvo und noch ein drittes Modell. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob den Arox, weil den Mercedes Arox haben wir auch noch. Und ja, diese Sets möchte ich in nächster Zeit verkaufen. Ich habe auch gesagt, ich möchte ein wenig zurücktreten bei Bricklink wieder. Ich habe ja sehr viel für Bricklink gemacht und möchte jetzt ein wenig zurückkommen vom Bricklink. Und das geht dann auch schon in die Rubrik, was habe ich gearbeitet letzte Woche oder was mache ich alles diese Woche. Ich glaube, ich nehme das gleich ein bisschen zusammen mit dieser Erklärung. Ich möchte mehr von den Sachen resellen, die ich habe. Ich habe auch ein riesengroßes Game-Konvolut, das ist ein Pokémon Nintendo 64. Dann habe ich irgendwie noch Xbox-Games, einen Atari, aber kein Original, sondern so eine Nachbildung. Also wenn da jemand Interesse hat an diesem ganz großen Konvolut, ich habe schon ein, zwei Angebote bekommen, würde das aber auch eintauschen gegen Lego zum Beispiel. Solche Leute, die mir komplett gegen Lego eintauschen, werden bevorzugt und zum Beispiel Lego und Geld auch und dann erst Geld, weil ja, ich möchte ja möglichst viele Lego reinholen. Was habe ich die letzte Woche gearbeitet? Das heißt, Inventur haben wir gemacht, Jenny und ich. Sie hat mir ein bisschen geholfen beim Inventar machen, nach der Messe noch. Dann habe ich viele Minifiguren auf Bricklink und in meinen Online-Store gestellt. Besser gesagt, einen Teil auch auf Ricardo. Ich habe wirklich extrem viele Minifiguren jetzt zusammengebaut aus einem Konvolut, das ich hatte, das schon ewig, ewig lange auch, sicher bald über ein halbes Jahr bei mir ist. Und jetzt habe ich mich richtig dran gesetzt, auch dank Brickstore und das Brickognize in Brickstore, diese Figuren zu vervollständigen. Und ich habe es nicht gezählt, ich schätze mal, es sind sicher 30 Figuren, 40 Figuren, die ich jetzt im Moment fast komplett habe, welche ich jetzt nach und nach auch online stelle. Ihr seht, so ein Drehstuhl ist wirklich cool, gefällt mir. Ich glaube, so einen brauche ich auch noch im Office, so einen coolen Drehlehnstuhl. Dann habe ich eben das Game Konvolut noch zusammengestellt. Das sind fast alles Gratiswaren, die ich geschenkt bekommen habe von jemandem, von meinem, wie soll ich dem sagen, Händler, den ich da schon ein paar Mal erwähnt habe. Der ist wieder an Waren gekommen, die er mir weitergegeben hat. Wenn ihr euch fragt, ich möchte nicht zu viel über ihn erzählen, es ist aber alles auf ganz normalem Weg. Er bekommt viele Sachen auch so rein, jobbedingt, sagen wir so, durch Räumungen und solche Sachen. Wie gesagt, ich möchte da nicht zu viel über ihn leaken. Er arbeitet einfach in einem Segment, wo er an solche Waren rankommt, komplett legal. Also wenn ich da das Game-Konvolut verkaufe,
dass ihr euch nicht fragt, wo hat er das her, wieso hat er das nie bei den Ausgaben eingesetzt, erkläre ich hier mal, woher das kommt. Das kommt von einem Kollegen, er hat keine Zeit, er hat Familie mit seinem Job so ausgelastet, wirklich, er ist immer 120% am Gas geben und er hat wirklich keine Zeit und auch kein Interesse mit der Familie, mit Ricardo das noch zu verkaufen, und er gibt mir die Sachen weiter und ich verkaufe die nachher für ihn und für mich. Also wir haben da einen Deal ausgehandelt miteinander und einfach, ich möchte nicht, dass er möchte nicht groß im Rampenlicht stehen. Wie gesagt, es ist alles legal, es ist alles seine Richtigkeit, sonst würde ich das nicht machen. Also ich habe sogar Verträge auch mit ihm bei gewissen Artikeln und so weiter. Also es ist wirklich alles wasserdicht. Einfach, dass ihr mal wisst, woher dass diese Sachen kommen, die ich zum Teil verkaufe und Einnahmen generiere, ohne dass ich irgendwas eingekauft habe. Dann wäre das hier auch mal erklärt. Ist noch nie die Frage aufgekommen, aber ja, ich möchte ja möglichst transparent sein. Diese Woche, was habe ich alles vor? Ich möchte sicher noch weitere Figuren ins Bricklink stellen und auch auf meinem Online-Shop. Ich möchte meinen Online-Shop ein bisschen füllen, mal mit Figuren und dann vielleicht auch noch mit weiteren Artikeln. Ich habe jetzt beim Inventar auch eine ganz schöne Excel-Tabelle gemacht. Ich hoffe, ich kann die so weiterführen. Und in dieser Excel-Tabelle habe ich wirklich angekreuzt, was ist auf Ricardo drauf, was ist in meinem Online-Shop drauf und so weiter, so dass ich sehe, ah, das ist auf Ricardo, ah, das ist in meinem Online-Shop. Und wenn ich mehrere Artikel habe, von zum Beispiel von meinem Mini-Rubik's Cube, geht ein Teil auf Ricardo und ein Teil in meinen Online-Shop, dann habe ich bei beidem ein Kreuz, dann sehe ich, wo welche Artikel sind, für eine gute Übersicht. Und jetzt möchte ich langsam wirklich meinen Online-Shop auch mal mit Artikel füllen, dass der ein bisschen mehr Leben bekommt und vielleicht auch mal bei Google suchen gefunden wird. Und ja, das ist eigentlich schon der Plan für diese Woche, diese Figuren, das Figurenkonvolut fertig abzuarbeiten. Viel mehr nehme ich mir gar nicht mehr vor. Kommen wir zur Rubrik Bricklink. Anzahl Steine im Bricklink, das sind noch 14.920, das sind 752 Steine weniger. Wie gesagt, die ganz große Brickhall-Bestellungen hat sehr viel rausgekauft. So auch bei den Lots sind wir bei 3.331, das sind 126 Lots weniger. Viele Lots wurden ausverkauft. Dann bin ich im Moment auf Platz 40, das heißt 5 Plätze runtergerutscht. In einer Woche. Das hat einfach damit zu tun, dass ich halt wirklich sehr viele Lots verloren habe. Und vielleicht werde ich noch neue Sets ausparten, weil ich möchte bei Alternate eine Bestellung machen. Und zwar für mich privat das Dreams. Vom Dreams ein, zwei Artikel. Das High Schiff. Mir gefallen die Figuren extrem gut. Und auch die Sets mit den Farbzusammenstellungen. Das Schwarz-Weiß, Pink gefällt mir extrem gut. Und da werde ich vielleicht noch ein, zwei Sets zum Ausparten mitbestellen. Ich habe mir aber wirklich im Moment vorgenommen, keine Konvolute und keine Neuwaren mehr zu kaufen, bevor nicht altes Zeugs ausgepartet ist. Dann stapelt das sich eigentlich immer an und ist totes Kapital. Und von daher habe ich jetzt eigentlich gar keine gebrauchten Sachen mehr geholt und möchte eigentlich so wenig wie möglich auch Neues holen, bevor altes ausgepartet ist. Und von daher möchte ich vielleicht diese Woche schon noch ein, zwei Sets ausparten, damit ich etwas Neues bestellen kann. Verkäufe auf Ricardo, Artikel auf Ricardo habe ich im Moment immer noch nicht reingenommen in die Wochenrückschau. Es sind, ich weiß nicht, ein paar Verkäufe, nicht sehr viele, zwei, drei. Artikel auf Ricardo sind wieder ein paar mehr, weil ich doch sehr viel jetzt nach der Messe reaktiviert habe. Dann wünsche ich allen Schweizern, die das Video heute oder morgen sehen, einen ganz schönen Nationalfeiertag, einen schönen August. Allen anderen wünsche ich eine gute Woche, einen guten Flug. Bis bald. Tschüss zusammen.